Hallo, ich bin Uta Heißbrüggen, Coach für Kommunikation und Motivation. Warum Motivation? Jeder Mensch hat seine eigene Motivstruktur und seine Antreiber, die ihn voranbringen im Leben, die ihn Ziele erreichen lassen, die aber ihn vielleicht auch ab und zu blockieren in dem, was er erreichen will. Vielen Menschen ist das in keiner Weise bewusst. Und deshalb arbeite ich mit einem Werkzeug, das nennt sich Reißprofil. Das erfasst über einen Fragebogen die Motivstruktur eines Menschen. Das Ausfüllen dieses Fragebogens dauert ca. 15 Minuten. Und mit der Auswertung habe ich dann im Gespräch mit dem Klienten die Möglichkeit, über seine ganz individuelle Motivationsstruktur zu sprechen und wirklich mal zu gucken, was ist sehr stark ausgeprägt bei ihm, was ist vielleicht schwächer ausgeprägt, in welche Richtung lebt er seine Motive. Wir gehen da von 16 Lebensmotiven aus, die ein amerikanischer Psychologieprofessor, Stephen Rees, erhoben hat. Und ich erlebe immer wieder in den Gesprächen die Aha-Erlebnisse der Klienten, wenn ihnen plötzlich klar wird, warum sie in einer bestimmten Situation so reagieren, wie sie es nun mal tun. Und dann plötzlich zu erleben oder zu verstehen, in der Situation bin ich aus ganz bestimmten Gründen blockiert, sehr begeistert oder wirklich auch immer wieder im Zwiespalt. Ich hatte zum Beispiel einen Klienten, der hatte ein sehr ausgeprägtes Familienmotiv im Sinne von großem Bedürfnis nach Fürsorge, die Erziehung der Kinder mit begleiten, aber eben auch seine Familie finanziell gut abgesichert haben. Und ihm wurde in dem Gespräch klar, das ist nicht auf einmal zu stemmen. Wenn ich meine Familie gut finanziell absichern will, habe ich keine Zeit, die ich mit ihnen verbringen kann. Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen will, dann bleibt irgendwo das Finanzielle auf der Strecke. Sich diesem Zwiespalt stellen zu können, war für ihn hochspannend und es hat wirklich sehr in ihm gearbeitet. Und er weiß jetzt ganz anders als vorher, an welchen Stellschrauben er in seinem Leben drehen kann. Eine andere Klientin hatte zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach Anerkennung. Und sie hatte überhaupt nicht verstanden, warum sie auf ihrer neuen Stelle komplett am Anschlag ist. Sie hat unheimlich viel gearbeitet, war darüber hinaus noch am Wochenende von ihren Kollegen zu erreichen, hat für die Dienstpläne geschrieben, hat sich Gedanken gemacht um Vertretungen, hat also wirklich unheimlich viel in ihrer Freizeit gestemmt und im Gespräch wurde ihr plötzlich klar, ihre wichtigsten Motive waren auf dieser neuen Stelle nicht erfüllt und Anerkennung war das Einzige, was sie da rausziehen konnte und so hat sie sich da komplett abgestrampelt. Dieses Motivationsprofil ist ein unheimlich hilfreiches Tool, um Menschen wirklich auf die Spur hin zu sich selbst zu bringen. Und deshalb bin ich immer wieder begeistert, mit diesem Profil zu arbeiten. Meine Klienten sind es genauso. Und darüber hinaus haben wir noch sehr viel Spaß bei diesen Gesprächen. Vor allem, weil es wirklich den Menschen die Gelegenheit gibt, mal gut in sich reinzugucken. Ich arbeite sehr viel mit dem Reißprofil und kann jedem wirklich nur empfehlen, wer sich mal besser kennenlernen will, der soll einfach mal das Reißprofil ausfüllen.